Hallo Frau Leicht. Hallo, guten Morgen. Wir treffen Sie hier heute in Heidelberg. Sie haben ursprünglich in Geislingen Wirtschaftsrecht studiert. Das ist hier Ihre neue Wirkungsstätte, das Finanzkolloquium Heidelberg. Richtig, herzlich willkommen bei der FCH-Gruppe. Vielen Dank. Vielleicht gehen wir kurz rein, dann können Sie noch genauer erklären, was dieses Unternehmen denn macht. Okay, tun wir gern. Ja, hier sind wir im Packraum. Genau. Frau Leicht, was hat das mit Ihrem Unternehmen zu tun? Ja, gute Frage. Wir sind unter anderem ein Seminaranbieter und ein Fachverlag, vor allem im Bankbereich, spezialisiert da seit über 20 Jahren. In diesem Raum hier stellen unsere Assistentinnen den Projektleitern Unterlagen zur Verfügung. Sie sehen hier, das ist zum Beispiel für mein kommendes Seminar nächste Woche. Meine Assistentin packt mir alles, was ich brauche, um vor Ort gut vorbereitet zu sein. Sie haben, ich habe es erwähnt, Wirtschaftsrecht studiert in Geislingen, sind jetzt im Vorstand. Gab es da ursprünglich ein Interesse, so ein Schwerpunkt? War das jetzt mehr Wirtschaft oder mehr Recht, was Sie interessiert hat? Sowohl als auch. Ich glaube, ich bin der typische Wirtschaftsjurist. Also was an der Hochschule immer kommuniziert wird, diese Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht, die habe ich in beide Bereiche ausgelotet. Ich habe angefangen als Sanierer bei einer Sparkasse. Das ist dieses klassische betriebswirtschaftliche, in dem Fall mit leichtem rechtlichem Bezug in der Sanierung. Und bin dann in Richtung Compliance. Ich bin hier von unserem Tochterunternehmen, der FCH Compliance GmbH, Geschäftsführerin. Und wir machen ganz klassische Compliance-Themen. Also Compliance, das ist quasi, das sind ethische Fragen, ethisches Einhalten Verhalten von Unternehmen. Recht und Ordnung, ja, sage ich mal vorsichtig. Aber genau. Im Wertesinne, also genau. Nicht im legalen Sinne. Auch im legalen Sinne. Doch, es gibt keinen Sektor, der mehr kontrolliert wird als die Banken. Und deswegen haben wir da unheimlich viele regulatorische Vorgaben und Compliance kontrolliert und überwacht die Einhaltung. Das ist dann dieses ganz klassische Legal-lastige. Aber diese Schnittstelle von BWL und Recht eines Wirtschaftsjuristen, die habe ich tatsächlich immer genau ausgereizt. Und ich sehe auch jetzt bei meinen Studenten an der Hochschule, Wirtschaftsjuristen haben im Compliance-Bereich tolle Zukunftschancen. Ja, Sie sind Dozentin noch an der Richtig, HFWO. Genau. Wie war das denn ganz ursprünglich, als Sie sich entschieden haben zu studieren? Wie kam es, dass Sie sich für dieses Fach entschieden haben und für Geislingen entschieden haben dann? Wirtschaftsrecht war relativ einfach. Ich wollte tatsächlich, ich habe ein betriebswirtschaftliches Abitur gemacht und wollte in die Richtung gehen, aber kein klassisches BWL-Studium. Also war relativ schnell klar, es geht in Richtung Wirtschaftsrecht. Dann standen hier in Baden-Württemberg zur Auswahl Pforzheim als Hochschule und Nürtingen-Geislingen. Ich habe mit einem Professor damals telefoniert und der hat zu mir gesagt, also Frau Leicht, hören Sie zu, in Geislingen, da studieren Sie nicht nur, da werden Sie erwachsen. Sie ziehen jetzt zu uns, Sie lernen unheimlich viel, Sie lernen unheimlich praxisnah und wenn Sie Ihre Wäsche selber waschen, dann sind Sie auch noch erwachsen. Okay. Und Sie haben ganz offenbar ziemlich viel gelernt und ziemlich viel mitgenommen, sonst wären Sie nicht hier in der Führungsposition gelandet. Und Ihr Unternehmen macht nicht nur klassisch in Print und informiert die Seminarteilnehmer auf diesem Weg, sondern Sie sind auch ganz in der aktuellen modernen Zeit angekommen und machen auch bewegte Bilder. Genau, auch deswegen, wir gehen mit der Zeit. Genau, und deswegen machen wir jetzt einen Ortswechsel in Ihren Filmraum. Okay. Ja. Ja, hier sind wir in Ihrem Filmraum. Frau Leicht, lassen Sie mich raten. Also ein Bildungsanbieter, ein Seminaranbieter, hier werden Online-Seminare gemacht, oder? Richtig, hier drehen wir unsere Videos. Das heißt, unsere Referenten kommen zu uns ins Haus und spielen hier ihre Clips wieder rein mit Fachinformationen für unsere Kunden ein. Mhm. Nochmal zurück zu Ihrer Position in dem Unternehmen. Was ist Ihr Verantwortungsbereich? Bei der FCH-Gruppe, bei unserer Holding, bei der AG bin ich zuständig für den Vertrieb im Haus, bin aber, wie gesagt, noch Geschäftsführerin der FCH Compliance GmbH. Wir bieten für Banken und mittelständische Unternehmen alle Themen rund um Compliance und ich selber bin auch noch Compliance-Beauftragte. Sie haben auch in der Unternehmensgruppe eine Zeitschrift als Chefredakteurin gemacht. Die richtig. Hieß, glaube ich, auch Compliance. Komprechtspraktiker, unser Komprechtspraktiker. Ja, aber genau. Das hat doch thematisch mit Compliance zu tun, ist das richtig? Genau. Ja, was fasziniert Sie an dem Thema? Compliance ist so eine schöne Erweiterung zum Rechtsbereich. Ich sage immer, der große Unterschied zwischen Recht und Compliance ist, das eine ist legal und das andere ist legitim. Also dieser moralische Gesichtspunkt. Mhm.
Gibt es da Handlungsbedarf, sozusagen? Der normale Bürger wird vielleicht sagen, okay, wir haben betrügerische Automobilfirmen, gierige Banker, datenhungrige Internetkonzerne. Da scheint es doch manches im Argen zu liegen, so was die ethischen Werte anbetrifft. Ja. Heißt ein gutes Geschäftsfeld, oder? Ja, das ist richtig. Also erstmal haben wir sehr gute Banker in Deutschland zur Verteidigung aller Banker. Mhm. Aber ja, wir haben natürlich in allen Sparten rund um die Industrie auch in Deutschland auf jeden Fall hier noch Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Wie sieht das konkret aus? Was bieten Sie da an? Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt im Mai zum Beispiel die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, Sie müssen in jedem Unternehmen in Deutschland bestimmte datenschutzrechtliche Vorgaben einhalten. Das trifft auch die HFWU zum Beispiel. Und die HFWU hat einen Datenschutzbeauftragten, der das intern umsetzt. Wenn der mal nicht mehr weiter weiß, dann ruft er bei uns an und wir helfen aus. Ah ja. Vielleicht gehen wir zum Abschluss noch ein bisschen raus. Doch ein bisschen dunkel hier und herrlicher Sonnenschein draußen. Dann stelle ich Ihnen noch eine abschließende Frage. Okay. Ja. Ja, Frau Locht, jetzt sind wir hier in Heidelberg, ganz schöner Ort, um sich niederzulassen. Beruflich haben Sie hier Karriere gemacht. Aber ich vermute mal, das war nicht die allererste Station nach dem Studium in Geislingen. Nein, das ist richtig. Mein Einstieg ins Berufsleben, den habe ich tatsächlich über eine Exkursion an der HFWU bekommen. Wir waren bei deutlich weniger schönem Wetter als heute bei einer Sparkasse. Und nach diesem Sparkassentermin war relativ schnell klar, dem Bereichsleiter dort und mir, das wird meine erste berufliche Station sein, da will ich hin. Und wie ging es dann weiter, so Schritt für Schritt, bis Sie dann hier gelandet sind? Ja, aus diesem BWL-lastigen Sanierungsbereich raus in Richtung mehr Legal, mehr Recht. Das war dann der Bereich Compliance, der natürlich in den letzten Jahren super geboomt hat. Und in die Beratung und ins Insourcing. Und dann, weil das FCH für mich immer präsent war, schon aus Sparkassenzeiten, hat sich's irgendwann angeboten, meinen Hang zur Lehre und zu Printmedien mit Compliance zu verbinden und beim FCH einzusteigen. Ich hatte es noch gar nicht detailliert erwähnt, dass Sie ja auch als Chefredakteurin gearbeitet haben. Da scheint Sie sogar ein journalistisches Talent zu haben. Verfolgen Sie das nach wie vor oder war das so eine Episode, die jetzt abgeschlossen ist? Nein, das macht natürlich total viel Spaß, das wissen Sie selber. Der Bereich ist in der Praxis super spannend und ich mache das unheimlich gerne. Mhm. Sie haben es angesprochen, auch der Job als Lehrerin macht Ihnen viel Spaß. Deswegen auch sind Sie Dozentin in Geislingen. War das ursprünglich mal eine Idee von Ihnen, Lehrerin zu werden? Ja, ich hatte mir das tatsächlich mal überlegt, aber gegen Wirtschaftsrecht kommt wenig an und man kann es natürlich schön verbinden. Ich bin jetzt relativ häufig in Geislingen, bin seit vielen Jahren Dozentin und freue mich, wenn ich das, was ich hier in der Praxis täglich erlebe, an die jungen Menschen dann einfach weitergeben kann. Mhm. Wo sehen Sie sich beruflich in 10 Jahren? Also sowohl was Ihre Tätigkeit hier im Vorstand anbetrifft, als auch vielleicht in der Lehre, in der Wissenschaft? Das wollte ich sagen, nach wie vor hier natürlich. Also ich sehe mich beruflich tatsächlich hier mit einer Weiterentwicklung vom Unternehmen selbstverständlich. Und von der Lehre her, ja, wir haben tatsächlich einen engen Kontakt auch zur HFWU und schauen mal, was sich da tut in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Erfolg, so viel Erfolg, wie Sie bisher hatten in Ihrem beruflichen Werdegang. Dankeschön. Alles Gute, Frau Leicht. Vielen Dank.